Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich habe mir ein bisschen Platz gemacht. Da war gerade noch Leto und schon ist er weg. Tschüss, Leto! Mit mir spielt irgendwo auch noch die Mathilde. Salut, ça va? Bla bla. Ja, das war also. Idiotisch. Also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, da die Viecher zu kaufen. Auch ein neues Kamel. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier zu Fuß unterwegs bin, obwohl es doch eigentlich viel sinnvoller ist, mit dem Pferd zu reiten. Wir hatten ja, schlau wie wir waren, unsere Pferdchen, als wir in den Tempel von Jabal Sak gegangen sind, haben wir davor abgestellt. Ganz damit die nicht sonst wo rumlaufen. Und da stehen die immer noch, beziehungsweise Plötze steht da immer noch, weil ich hatte zwischenzeitlich Epona mal geholt. Plötze aber nicht. Und weil das sowieso in der Ecke ist, wo ich gerne hin möchte, dachte ich mir, mache ich mich jetzt einfach mal zu Fuß auf den Weg und nehme die Plötze dann mit. Genau. Jo. Also ich glaube, so wie ich es mir vorgestellt habe, wird das nicht hinhauen, aber... So eine schöne Ecke, wie ich es im Kopf hatte, wird es nicht. Schade. Es wird sehr hässlich. Aber hey, egal. Ich habe mal ein bisschen was zu bauen. Hier ist ja auch noch irgendwo diese Megasteinnase. Ah, die hat man. Megasteinnase. Mal als Endgegner zu machen, ne? Oder so. Ich weiß nicht, ob wir es notiert haben, aber immer wenn wir die gesehen haben, haben wir gesagt, wir müssen die nochmal erlegen. Ich sehe Plätze, 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 Plätze. Warum war die nicht da? Oder er? Plätze ist immer weiblich. Bei mir war es immer männlich. Okay, Plätze hat Eier, von daher. Das sind Eierplätze. Der hatte halt plötzlich Eier. Oh, 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 oh. So, jetzt muss ich nur noch die Leute finden, die hier Zeug verkaufen. Ach, der eine stand da rum. Ja. Gelangweilt. Super Bezeichnung. Der stand da irgendwo rum. Ja, der stand da wirklich rum am Gerüst. Kann ich mal kurz gucken? Hier sind mehrere Gerüste. Darf ich doch mal kurz gucken auf deine Karte? Geht gerade nicht. Ich werde hier gerade angegriffen. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Aber das ist schon mal geklärt. Nein, nicht reiten. Runter. Verfickt und zugenäht. Jetzt fehlt mir auch noch hier das Holz. Holz habe ich nirgendwo mehr. Nee, ich auch nicht. Das habe ich auch nirgendwo. So, hier war der Typ mit dem Kamel. Ach doch, da. Ach, das Kamel Holz. Kostet auch Gold. Verdammte Axt. Dann 10. Oh, ich habe 53, also kann ich machen. Juhu! Safe travels. Das Kamel wird sich freuen. Wird strahlen. So, jetzt muss ich nur noch die Tussi finden, die, Steinnaseneier verkauft. Oh, da sind Truhen. Oh, macht. Oh, diese Gefährten. Ja, die Gefährten sind immer gut. Hm, vor allem gut im Wege stehen. Jo. Ich
doch schon zu viel, zu breit gemacht? Also ich weiß, die Tussi steht irgendwo auf so einem Geländer. Weil hätte ich mich jetzt hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen durchschlachten dürfen. Aber ich habe ja Leto dabei. Hey, wieso kann ich das beknackte Geländer nicht hochklettern? Geht doch. Ich hoffe, man kann die Mauer noch mal, das Gebäude noch mal verschieben. Du bist überlastet. Ah! Du bist überlastet. Ich laufe hier so ein bisschen planlos gerade durch die Gegend. Ih, da ist ein Werwolf-Viech. Ah, fuck. Man kann das Ding nur abreißen oder zerlegen. Ich habe echt gehofft, dass ich es nochmal umbauen kann oder so. Ja. Dann baue ich jetzt drumherum. Mach wenn das mich das mal. Spiel lässt. Ja, hier darf ich nicht bauen. Ich habe keine Lust auf diese Werwolf-Hyänen. Leto, du kümmerst dich ja da drum, ne? Nicht genug Ressourcen. Das ist aber frech. Ja, das ist gut. Ist die Tussi. Oh, ihr habt auf jeden Fall eine Truhe. Oh,
hier ist ein Jabal Sack-Priester. Na, konntest du von denen nochmal den Glauben lernen? Nee, dafür hätten wir ja das Fleisch essen müssen. Frage ist, ob sich das auch gelohnt hätte. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die für Vorteile hat, diese Religion. Ich auch nicht. Wahrscheinlich gar nichts. Aber eigentlich möchte ich sie einfach aus Prinzip können. Dann müssen wir da nochmal einen Besuch abstatten und Hallo sagen. Jo. Oh, ich glaube, ich habe sie gefunden. Jetzt muss ich ja nur erstmal wen töten, oder? Nee. Hallo, Shauna die Seltsame. So, ich habe 4 Eier gekauft. For a long time, I drifted between worlds. I dreamed of lives that I never knew. Oh, jetzt reicht's mir aber hier, Leute. Ihr Plötze, komm mal her hier. Plötze. And in one of my dreams, komm her. I found the answer. Das denke ich mir auch. Hier überlappt doch nichts. Du überlappst gleich. I don't know where they found me. These rough people dressed in the skins of hyenas. They carried me back to their camp, somewhere near the sea, and left me sleeping on a pile of furs by one of their tents. I don't think they expected me to wake up. Wann bringst du die Steine rum? Die sind schon längst da. Die sind in meiner Truhe. Ah, da habe ich dir nicht zugehört. I grew up on the streets of Ashkelon. And I could read the body of a haggling merchant before I could walk. These people, they remind me of the mangy curs that used to wander the streets. Oh Mann, wieso ist denn hier der Weg zu? They stand too close. They sniff at one another. When one of them shouts, the others cower. I need to get out of here. They are gathering in the old arena among the ruins, howling like hyenas. They are performing some ritual. A naked man is cloaked in a blood-soaked hyena skin. I dare not waste this chance. I must slip away. I will go west and find Jakad's people. I'm going to need their help. Oh, jetzt habe ich hier auch eine fliegende Steinnase. Oh. Die sind selten und bringen Glück. So, und die Steinnaseneier müssen erstmal in den Komposthaufen. Aber wir brauchen jetzt vor allem viel, viel Goldstaub. Ob man die Steinnaseneier auch dann zum vorsichtshalber erstmal im Dings zwischenlagern kann, im Kühlschrank? Ich würde sagen, ja, weil im Kühlschrank dürfte man ja alles lagern können. Außer Steine. Die kannst du hier nicht lagern. Du kannst schon, aber es wäre dämlich, weil... Warum? Er zeigt's doch an. Platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen. Platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen. Platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen. Geh eine kleine Runde, vielleicht klappt es dann. Aus. Habe ich denn jetzt hingebaut? Oh. Stand ich da im Weg? Nein.
Wir können ja dann nächste Folge nochmal da in den Keller gehen und da nochmal auf Goldsammeltour gehen. Bin noch gar nicht fertig. Ja, ich ja auch noch nicht, meine Güte. Mit meiner hässlichen Mauer. Muss ich mal eine Runde teleportieren. Wo waren hier die Dschungelbasis? Willst du Gold sammeln? Nee, ich will heute meinen Stein haben. Hast du die ich dir 2000 Steine, die ich in die Truhe gepackt habe, schon aufgebraucht? 2000? Ja, Mann. Ich habe nur 1000 gesehen. Also ich glaube, auch diese 1000 werde ich noch locker verbauen. Ah, also nochmal 1000. Unfassbar, was ich hier an Steinen gerade verbrate. Ja, ich muss auch dann gleich nochmal Holz sammeln. Ach, ist alles nicht so leicht. Ne? Oh, wir haben hier noch einen Schmied und einen Zimmermann in der Kiste neben dem Pferdetrog. Ja, unser Mitarbeiterkiste. Hm? Das sieht aber so ja ganz nett aus. Die Mauer gefällt mir nicht. Das ist... Ich packe jetzt erstmal ein Ei auf den Komposthaufen. Die Mauer ist das Letzte. Das ist wahr. Gefällt mir nicht. Aber jetzt ist sie da. Ich finde, bei so großen Objekten hätten sie noch irgendwas mit Außensicht oder von oben irgendwie machen müssen. Von der Figur finde ich das irgendwie ein bisschen bescheiden, aber naja. So ist das jetzt halt. Auf jeden Fall hinter einer Mauer haben, weil falls doch mal eine Säuberung kommen sollte. Und dann machen sie nur das Objekt kaputt und dann läuft das nicht, weißt du? Hm. Ja, aber wenn das Objekt, das ist ja riesig, und wenn das kaputt ist, dann sind sie ja quasi drin. Ja. Darum, eigentlich ist das, was ich mache, kompletter Schwachsinn, weil die ja eh nicht angreifen, aber ich fühle mich eingemauert einfach sicherer. Vielleicht gibt es dann Zombie-Patch und dann kommen Zombies. Könnte man in der Conan-Welt bestimmt locker auch unterbringen. Zombies sind überall mal gut. Und Spiele werden dank Zombie-Mods erst erträglich oder spielbar. Ach nee, Silber zermalm ich jetzt nicht. Wir haben noch über 500 Silberstaub. Ist der Teleporter. Warum teleportierst du? Achso, willst du da noch die Dings looten? Die restlichen holen, genau. Die Frage ist nur, wird der Heinrich den richtigen Ausgang finden? Und das ohne Mathilde. Ah. Ja, das wird. Es gibt zwei Flächen, wo grün ist. Es ist 50-50. Nimm das, das näher am Kartenrand ist. Das ist ein guter Hinweis, dann wird das der sein. Wenn nicht, bis in nächste Folge. Nein, ich habe eigentlich aufgenommen. Ja, dann ist ja gut, dass ich aufnehme. Soll ich noch auf Play drücken? Ja, mach, dann sieht man dich noch so. Ja, ich habe es eigentlich vorhin nicht manuell ausgeführt, sondern per Tastenbefehl, und das war wieder falsch. Immer manuell ausführen, dann sieht man es, ob man es auch aktiviert hat. Ich mache das nur noch so, weil es zu häufig schief gegangen ist. Ja, mit Tastenkürzel ist geil, aber wenn man sich verdrückt oder es einfach nicht ausführt, ist scheiße.
Naja. Gott sei Dank machen wir immer zur zweiten Aufnahme, als einer irgendwie doch immer was hat mit Material. Ja. Weil traurig wäre, wenn wir beide kein Set hätten. Das wäre echt ärgerlich, ja. So. Guck mal. Hier ist sogar noch ein Zelt der schwarzen Hand. Nehme ich auch mit. Eine Kerze. Alles toll. Oh, hier Treppen, Sandtreppen, die kann ich gebrauchen. Was mache ich jetzt? Ist ein freies Spiel, denk dir was aus. Ich plündere deine Goldvorräte. Oh mein Gold. Ach, Holz haben wir hier auch schon, cool. Ach, oder ich gehe einfach auf Dingsbums. Du kannst auch in die Stadt auf Goldjagd gehen. Ja, das meine ich doch. Ach so, das hast du mit Dingsbums gemeint. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich, Frau. Warte, da brauche ich aber andere Klamotten für. So, und ich gehe nochmal kurz Holz hacken. Hier im fucking Dschungel gibt es fucking viel Holz. Leder, 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 Leder haben wir nicht. Dann nicht. Ah ja, wir haben ja auch viele Leute, die hier versklavt, ne? Wir haben hier zwei Sklavenräder, die wir nie benutzen. Hm. Aber sind kleine. Wir wollten ja mal hier groß noch Personal aufstocken, aber... brauchten wir ja nicht. Nee. Meine Tauchermaske muss ich ja auch nicht mitnehmen. Oh, Katze, du bist im Weg. Und ich meine jetzt gerade nicht die Katze, die... Nicht die Real-Life-Katze? Nein, nicht die Real-Life-Katze, sondern meine Begleiterkatze. Du nimmst eine Begleiterkatze mit? Ja, ich gehe ja nur sammeln und nicht kämpfen. Und da nehme ich eine Begleiterkatze für mit. Weil die klettern kann? Nö, weil die einfach mehr Stauraum hat als ein menschlicher Begleiter. Ach so. Wie frech. Apropos, meine Katze greift da gerade irgendwen an. Übergreifen jetzt alle Begleiter automatisch da die Leute in der Stadt an? Fände ich doof. Also klar, man kann es bestimmt auch umstellen, aber... naja, springen wir wieder zurück. Wir sind mir jetzt so viel Tiger. Tiger? Oder Puma oder Viecher halt. Lass mich raten, du findest viele Truhen, aber kein Gold. Sonst wüsste ich nicht, was ich mit deinen deuten sollte. Ich habe jetzt noch nicht so viele Truhen. Wenn nicht, müssen wir nächste Folge wieder in die Taverne gehen, ist halt so. Ja, das
Es ist halt doof, dass man in so viel, also in so kurzen Folgen dann halt dasselbe zeigen muss, aber wenn wir da rein müssen. Ja. Wir brauchen halt Gold. Wir brauchen Nahrung für unsere kleinen Steinnäschen. Vielleicht haben die unser schlaues und schönes Publikum auch Ahnung, wo es vielleicht mehr Gold gibt. Vielleicht kennen die doch irgendwie einen Trick, den wir wieder vergessen haben oder nicht bedenken. So wie ich gerade nicht bedenke, dass ich zu schwer bin, auf dem Pferd bin, das Pferd auch zu schwer ist und nicht schnell reiten kann. Naja. Toll, jetzt wird's dunkel. Ich meine, ich finde gute, viele gehärtete Stahlbarren, ne? Oder Stahlbarren erstmal. Aber ja, die kann man auch gebrauchen, die werden nicht schlecht. Nee, ich nehme die ja auch mit, aber ich hätte gerade eigentlich lieber Gold. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, ja. Mädel, wie kletterst du? Alter, leck mich doch am Popo! Heißt das nicht einfach Arsch? Ah, und? Ich gehe in Slow Motion, das ist ein neuer Effekt. Sieht voll cool aus. Sehr dramatisch. Ja. Müsste nicht langsam leichter werden? Oh, schon wieder kein Gold. Ist natürlich auch wieder dunkel. Der Turm sieht gut aus. Ah! Oh, jetzt bin ich auf V gekommen und hab dann gar nichts mehr gesehen. Ihr habt's ja gesehen. Nö. Ach, jetzt sind da die Idioten schon wieder. Aua. Klingt doch nicht so negativ. Hier sind die gemeinen Menschen, die immer auf einen draufhauen. Die gibt's immer im wahren Leben überall. Das finde ich aber unfair. Wenn jemand auf andere Menschen drauf hat, dann bin ich das. Was du machst das? Also im Spiel, nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit mache ich sowas nicht. In Wirklichkeit finde ich sowas doof. Im Spiel mache ich das gerne, in Wirklichkeit finde ich das doof. Leute hauen? Ja. Das hat früher immer Spaß gemacht. Also jetzt so im Kampfsportbereich. Ja, da ist das ja auch was anderes. Man haut sie da aber nicht tot und zerstückelt die nicht. Das macht man dann nicht. Davon mal abgesehen. Ich mache zwar immer noch Vollkontaktsport mit meiner Tochter oder mit meiner Katze, aber das nennt sich dann Kuscheln. Ist auch Vollkontakt. Ja, ich weiß noch nicht, ob man das wirklich als Sport bezeichnen kann. Klar. Heutzutage geht alles als Sport durch. E-Sport. Obwohl, das ist auch wirklich anstrengend und man muss viel trainieren. Ach, bei der Truhe war ich ja schon nicht, Dödel. Ich hoffe, meine Katze überlegt, dass sie ist hier gerade die ganze Zeit voll am Rumstressen. Und alles Leute ab und fressen. Du bist da am. Ja, ich turne hier auf den Dächern rum. Aber die Leichen durchsuchst du auch noch, oder? Also ich werde werden kein Gold haben, aber. Ich kletter. Hier haben wir tatsächlich mal zwei Goldbarren.
Das sind 10 Goldmünzen, also 10 Goldstaub. Oh. Oder? Waren das 5, die ich rauskriege, oder 4? Nur am Meckern. Einfach mal zufrieden sein, was das Spiel dir gibt. Hm, stimmt. Eigentlich bist du ja derjenige, der meckert von uns, oder? Ja. Ich baue mir ganz normal meine Steinchen auf. Bin voll zufrieden. Ja, das ist ja auch voll friedlich, was du machst. Voll entspannt. Die Maske sieht auch voll geil aus. Naja, ich freue mich bald auf Grounded. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt auch ganz cool. Ja. Aber mein Plan war eigentlich, dass wir Conan bis Grounded quasi fertig haben. Aber nein, ja, das wird nicht der Fall sein. Nein, das wird nicht klappen. Also immer wenn man noch neue... So, jetzt muss ich meinem Viech hier doch mal helfen, sonst stirbt er doch noch. Ey, das wäre jetzt fatal. Jetzt gehen die Gräber aus. Bagheera, komm. Ja, und ab hier. Komm, Bagheera. Hört auch nicht, ne? Nee. Er ist viel zu beschäftigt, damit rumzustressen. Und mittlerweile stresst er mir auch zu viel in der Stadt. Es wird langsam echt stressig. Das ist kein entspanntes Schatzsuchen mehr hier. Frech. Einfach frech. Hm. Böser Buggy. Die Jugend von heute. Einfach nur Stress machen. Unmöglich. Inne. Die haben, glaube ich, zu viel Computerspiele gespielt. Ja, früher gab's sowas nicht. Was ist jetzt los? Tot? Nein, willst du nicht sagen, dass Leto tot ist? Nein, ach, Leto! Bagheera! Nicht so schön. Weißt du, ich hab den Sigma gesagt, komm mit, geh ins Wasser. Nein, der bleibt da hinten und kämpft weiter, dieser dumme Kerl. Hat er auch nicht besser verdient, so. Zum Glück hatte ich nichts in ihm drin. Narf. Jetzt haben wir in 2 Folgen 2 Tiere verloren. Mm. Einmal Kamel. Oder ich nenne ihn einfach Mr. Kamel. Oh. Nein, wir bleiben bei Kamel. Wir bleiben einfach höflich und förmlich. Ja, ich bin einmal drum mit dem Billigstein. Ein, zwei Sachen muss ich zusammenfuschen. Aber dann ist das hier dicht. Dann können die Zombies kommen. Ich bin stolz auf dich. Ja, ja, das sagen sie alle. Also wenn du das mit so einem Elan sagst, dann glaube ich dir das auch. Ich nehme dir das wirklich ab. Ich nehme dir das wirklich ab. Das ist gut. Ich habe auch noch eine schwarze Kerze für dich. Wow. Eine schwarze Kerze. Ich weiß, du stehst auf schwarze Kerzen. Erstmal ist schwarz die beste Farbe ever. Das sowieso. Höchstens grün. Ja gut, das ist Geschmackssache. Ich mag aber schwarz mag ich auch gern. Wobei ich mag dieses Panzergrau. Und ich mag aber auch gern Dunkelblau, das ist ein Ladyblau. Finde ich auch sehr hübsch. Und Weinrot. Ist auch eine hübsche Farbe. Weinrot mag ich auch gerne. Und ich gucke hier gerade, wo ich hier Dings machen könnte, da dies. Goldstaub, Schattenblüten gewürztes Goldstaub, das soll ja eigentlich im Feuerschalenkessel gehen. Aber ich sehe es noch nicht. Ich
auch nicht. Pass auf, ne, haben sie es wieder geändert und angepasst und wir wissen es nicht. Aber, warte, da hole ich vielleicht mal die Schattenblüten dazu. 19 Schattenblüten haben wir ja immerhin. Also ich habe fast das Stein, was ich auf Reserve hatte, das Stein, was du auf Reserve hattest und die 5000 aus dem Dschungel da, oder fast 4000, was es da war, fast alles verbaut. Boah. Aber gut, dass wir es gespart hatten. Sonst hätte ich ja echt noch hier stundenlang. Also wir hätten tatsächlich das Futter für eine Silbernase zusammen, wenn ich das hier hinkriegen würde. Jetzt um keinen zu ärgern oder so, aber es gibt ja Messies. Das ist ja irgendwie... Die sammeln halt alles. Eine traurige Tatsache. Genau, gibt's ja einfach. Aber das Spiel wäre genau das Richtige für dich. Du kannst ja alles gebrauchen. Und wenn du genug Platz hast, irgendwann braucht man es immer. Sogar Stein, wenn man es nicht mehr braucht. Den einen kann ich jetzt hier nicht hinpacken. Gibt's ein Schild hier so Vorsicht ausrutschen oder Vorsicht Loch? Du kannst ein Schild bauen und das da drauf schreiben. Dann machen wir das mal. Schick es nicht zu. Vielleicht brauche ich auch den verbesserten Feuerschalenkessel. Den habe ich sogar schon gelernt. Oh, haben wir nicht gebaut? Nö, oh, Weihrauch kann ich dann machen. Oh, ich kann eine Sternmetallspitzhacke bauen. Geil. Genau. Was hatte ich gesagt? Vieles in den letzten Minuten. Verbesserter Feuerschalenkessel. Ah. Ich wollte gerade drauf fragen, was denn jetzt genau? Mist, hätte ich anders bauen müssen. Was brauche ich denn dazu? Stahl, Barren und Ziegel. Oh, das sollte doch machbar sein. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Jo, dann stellen wir den mal schnell her. Und dann nehme ich mal die ganzen Sachen aus dem alten Feuerschalenkessel raus. Oder soll ich den verbesserten... Ne, den verbesserten stelle ich erstmal woanders hin. Wer weiß, wofür wir das... Ja, naja, braucht man den wieder oder so. Ja, und dann müssen wir uns vielleicht nochmal nach einem weiteren Medizinmann umschauen. Für den zweiten Feuerschalenkessel. Die findet man schon irgendwie. Jojo. Mehr Platz. Gut, dann ist das. Oh, das sieht auch viel schicker aus. Warte mal, ich kann genau das gleiche herstellen. Nee, jetzt echt. Ja. Da ist nur mehr Platz drin. Uncool. Und dann können wir alles, was wir an dem anderen haben, da reinräumen. Cool. Ich bin überlastet. Ja, das habe ich die letzte Folge schon sehr häufig lesen. Und mit meinem Mini-Projekt bin ich hier gleich fertig. Das freut mich. Ich meine, die Löcher kann ich hier nicht mehr so zu reparieren, wie ich mir so gedacht habe, aber... So, aber ist ja auch nicht schlecht, hier ein bisschen mehr Platz zu haben. Vielleicht brauchen wir da auch einfach wen anders als einen Dafari-Medizinmann.
Also ich wollte jetzt nur nicht irgendwie, wenn das Video bei mir läuft, irgendwie so Ewigkeiten rumsuchen. Weil das ist dann ja doof. Genau, voll doof. Genau. Dann kümmere ich mich mal um ein Grabmal für Dingsbums. Also das Kamel habe ich noch vergessen da zu platzieren. Das mache ich nochmal schnell. Eins. Wenn ich baue, vergesse ich immer das Essen. Los, Epona! Reite geschwind. Schneller. Yeehaw. Vorsicht, Loch. Vorsicht, größeres Loch. Oh, hier kommen wir runter. Whee. So, was möchtest du denn? Kamel. Ja, was möchtest du für Kamel? Irgendein Zeug aus der Wüste. Was Wüstenstrauch? Dann machst du halt einen Wüstenstrauch. Okay, ja. Beeren. Wüstenbeerenbuschsamen brauche ich dafür. Objekt kann nicht verschoben werden, aha. Also kann ich einen Kadaver mitnehmen, wenn ich es nicht irgendwie platzieren kann? Das wäre so ein Objekt. Naja, jetzt ist es ein Sack. Habt ihr mal so einen Sack hingelegt? So ein Sack Kadaver. Wie gingen diese Tafeln? Wahrscheinlich habe ich die auch entlernt, als ich alles Mögliche entlernt hatte. Ah, Holzschild war das. Genau, das Wandschild. Ich mache mal ein paar und die hänge ich dahin und da können wir dann. Für Bagheera nehmen wir auch eins von denen, die da einfach schon hängen. Ich weiß nicht mehr, für wen da was war. Ja, ich auch nicht. Vielleicht wissen es ja noch, wie gesagt, unsere Zuschauer. Hm. So, mit meinem kleinen Mini-Kunstwerk bin ich fertig. Ach nee, eine Treppe brauche ich noch. Möchtest du was Besonderes als Text bei Kamel haben? Hier steht zum Beispiel in Gedenken an Harald der Schlitzer. Es war ein zuverlässiges Kamel. Es hat uns lange... Ich habe nur 40 Zeichen. Das Kamel war ein gutes Kamel. Es war stets bemüht. Ich habe nur noch 8 Zeichen. Ich habe jetzt geschrieben, dieses Kamel war ein gutes Kamel. Ist doch okay. Kann man mit leben. Okay. So, jetzt bin ich fertig.
Ja, also wenn euch noch einfällt, wer sonst noch so gestorben ist, wo ihr sagt, hey, den müssen wir auf jeden Fall nochmal extra ehren. Wir haben sozusagen noch 3 Plätze, die wir für irgendwen mal hier gepflanzt haben und bei denen wir nicht mehr wissen, für wen das war. Oh, warte, bei dem Kamel müssen wir noch eine Kerze aufstellen. Warte mal, ich habe noch eine Kerze dabei. Okay, warte, dann machen wir da jetzt eine Zeremonie. Warte, ich komme. Und Impona hinter dir her. Ja, die war der beste Freund von Kamel. Warte, Moment. Nein. So. Wer macht Musik? Du kniest nicht nieder. Möchtest du noch ein paar Worte sagen? Ich ergebe mich. Wenn du dich hinknien möchtest, das ist bei Verehren. Verehren. Unten links. Oh, ich bete dich an. Das ist nicht beten. Ich bin, glaube ich, verrutscht. In das glaube ich auch. Dieses Kamel war ein gutes Kamel. Es war stets bemüht. Und mit diesem Andenken an das Kamel, das uns lange begleitet hat, verlassen wir euch. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.